Prix CDI 4 Sterne, Preis der Liselott und Klaus Reinberger Stiftung, hier beim Longines Pfingstturnier 2022 in Wiesbaden. Vier Starter durften wir bereits in diesem Grand Prix erleben und vier weitere kommen noch. Also jetzt geht's direkt weiter und die nächste Starterin ist eingeritten. Sie haben sie längst erkannt. Es ist Christy Audley aus Australien. Sie hat hier mit nach Wiesbaden gebracht, Du Soleil. Den Hannoveraner Wallach von De Niro aus einer Capri-Mond-Mutter. Ich habe es vorhin schon erwähnt, die beiden habe ich zuletzt in Holstein erlebt, in der Westfalenhalle. In der Westfalenhalle, in der Holsteiner Halle natürlich. In den Holstenhallen, so ist es komplett richtig. Und da war ich begeistert. 18 Jahre jung. Und auch bereits hoch erfolgreich in jungen Jahren gewesen. Von den Bundeschampionaten über die Weltmeisterschaften der jungen Dressurpferde mit seiner damaligen Ausbilderin Saskia Liebensäuter. Dann ging es direkt in den Stall von Christy Audley und sie konnte an die Erfolge nahtlos anschließen. Du Soleil weiter ausbilden und in den internationalen Spitzensport hineinbringen. Schönes Rückwärtsrichten, ein bisschen entspannter wieder rausreiten. Das hätten wir uns natürlich gewünscht. Kleiner Schreckmoment. Aber hier natürlich eine weitere Visitenkarte. Der starke Trab. Und sofort wieder ins kadenzierte Traben, in die Passage, in die Versammlung. Das Genick bleibt oben, ein Tritt wie der andere. Auch hier in der Piaffe senkt sie schön, genau. Bleibt auf der Stelle, leichte Vorwärtstendenz und wieder raus, genau. Ich hätte fast gesagt, das war die beste Piaffe, die wir bislang in dieser Prüfung gesehen haben. Die gesamte Schritttour wird mal 2 genommen. Jetzt der versammelte Schritt, das Genick geht wieder nach oben, die Tritte werden verkürzt. Und vom Schritt direkt in die Passage. Super, wie er hier kraftvoll abfußt, auf der Stelle tanzt, schön, jetzt hier auch eingefangen von der Kamera, senkt er schön die Kruppe. Sehr gut. Minimal nicht ganz im Fluss gewesen beim Übergang. Aus dem FF, die Wechsellinie, 9 fliegende Galoppwechsel zu 2 Sprüngen. Dann der versammelte Galopp und jetzt wieder schön nach vorne. Der starke Galopp durch die ganze Bahn. Super, wie er hier aufmacht und nach vorne kommt. Da braucht sie nicht viel, um ihn wieder zurückzuführen in die Versammlung. Wieder schön aufs Hinterbein bringen. Gute Linienführung auch gut eingeteilt und wirklich jedes Element einzeln rausgeritten.
Gar kein Problem. Die Einer wechselt. Pff. Donnerwetter. Die Linie hätte ruhig noch länger sein können. Das wäre für ihn gar kein Problem gewesen. Junge, Junge, Junge. Schön auf der Stelle. Eine kleinere habe ich noch nicht gesehen. Schon lange auch nicht mehr gesehen. Hier auch noch nicht in Wiesbaden, auch noch nicht in dieser Prüfung. Und schön durchgesprungen. Hier sieht man es ganz deutlich, wie im Bilderbuch. Er springt runter. Er lässt das Bein nicht stehen. Senkt sich, Genick ist oben. Super. Zwei sehr gut gelungene Galopp-Pirouetten. Jahre jung, schön frisch nach vorne. Kraftvoll. Wow, super, wie energisch er hier abfußt in der Passage, aber hier jetzt auch nochmal, genau, ganz locker wieder. Raus, jetzt nicht über Touren, genau. Na, was da jetzt gerade los war, warum man da so innerlich stockte und jetzt auch nicht zum Halten kommt, das ist natürlich auch nochmal eine wichtige Note ganz zum Schluss, die Schlussaufstellung, genauso wie das Grüßen auch, wenn die Pferde da nicht sicher geschlossen ruhig stehen, dann gibt es dann natürlich auch, da gehen wichtige Punkte verloren. Also, ganz klares Highlight in der Galopptour, die Galopp-Pirouetten. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Wenn ich die Slow-Mo hier nochmal sehe, die Trapp-Traversalen, ganz genauso. Der starke Trapp, ganz genauso. Also, ich glaube, das sind definitiv über 70% und ich glaube, dass wir hier die neue Führung in dieser laufenden Wertungsprüfung haben. Und es ist so, tatsächlich 71,848% und somit ganz klar Rang 1 in dieser Prüfung derzeit. Und da kann man schon mal auf das Ergebnistableau schauen. Also Christy Audley mit Du Soleil an erster Stelle 71,848%, gefolgt von Anja Plönske und Tannhofs Fahrenheit 70,478% und an dritter Position Nicole Vego Engelmeier mit